Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Beliefbox von Justin Bieber. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Belief von Justin Bieber, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es ist der zugehörige Film zu dem Album Belief. Das Album erschien im Jahr 2012 und ein Jahr später, 2013, kam dann der Film raus. Und anlässlich dieses Films gab es dann diese Deluxe-Box. Wir haben hier auf dem Cover den Interpreten abgebildet. Sieht so aus, als wäre hier gerade live auf der Bühne zu sehen. Justin Biebers Belief in so einem silbernen Glanzaufdruck hier. Hinter den Schlagzeilen, jenseits der Scheinwerfer, liegt die wahre Geschichte. Dann haben wir hier Blu-ray und DVD-Symbol und einen FSK 6-Sticker. Den machen wir an dieser Stelle mal ab. Also bedeutet, der Inhalt, der hier gezeigt wird, ist für Leute ab dem 6. Lebensjahr geeignet. So. Wunderbar. Damit hätten wir den Sticker erledigt. Machen noch die letzten Klebereste hier ab. So, sehr schön. Jetzt ist die Cover-Optik auch etwas schöner. Ja. So, dann haben wir hier einen Infozettel. Und zwar haben wir hier einerseits noch weitere Blu-Rays. Allerdings, die interessieren uns nicht, sondern was uns interessiert, ist das hier. Das ist so ein Infozettel, der hinten dran war, an der Box. Und zwar haben wir hier die genauen Infos. Erstens mal, was sich alles in der Box befindet, aber auch womit wir es hier zu tun haben. Und zwar lesen wir hier, limitiert und nummeriert auf 5000 Exemplare. Bedeutet, es gibt tatsächlich 5000 Stück dieser Box und wir haben hier eine durchnummerierte Zahl. Bei mir ist das die Nummer 3972. Dann haben wir weiters den Boxinhalt aufgelistet. Limited Fan Edition in einer exklusiven Sammlerbox. Mit Justin Biebers Belief auf DVD und Blu-ray. Das sind die beiden hier, die wir sehen. Dann Belief, das Akustikalbum als Audio-CD. Hier. Enthalten sind 11 Songs, darunter die Akustikversion seiner größten Hits Boyfriend, As Long As You Love Me, Beauty and the Beat und All Around the World. Ein 24-seitiges Booklet mit Fanfotos aus den Kino-Events. Das ist das hier. 500-teiliges Puzzle mit dem Motiv des Kinoplakats, hier links. Und ein Fanarmband mit Belief-Schriftzug, sowie eine Parfümprobe und 4 exklusive Postkarten. Ah nein, hier, 1, 2, 3, 4, genau. Dann haben wir noch die Credits zum Film und natürlich einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein, beziehungsweise schauen wir mal die Box im Detail an. Also so eine Hardcover-Box, hier in schwarz gehalten. Auf der linken Seite dann hier in Violett und Silber wieder, wie gesagt, Seriennummer. Und auf der Rückseite nochmals das Filmplakat vom Film Belief. So sieht das aus. Also das ist dann auch genau das Puzzle-Motiv. So, dann schauen wir mal hinein. Auf der ersten Seite, beziehungsweise hier auf dem Innenbereich, auf dieser Innenseite des Boxdeckels, lesen wir hier. When you've reached a certain point in your life, there are people out there waiting to see you fall. But rather than let gravity take you down, sometimes you have to take matters into your own hands and fly. Okay, also das heißt so viel wie, an einem gewissen Punkt in deinem Leben gibt es Leute, die dich fallen sehen wollen, aber statt der Gravitation, die dich nach unten zieht, solltest du einfach Verantwortung übernehmen oder solltest du einfach die Sachen in die eigene Hand nehmen und fliegen. Ja, schöner, motivierender Spruch. Dann haben wir hier den ersten Inhalt und zwar DVD plus Blu-ray hier. Dann haben wir die Parfümprobe von Someday. Das Armband. Das Puzzle und das war soweit, jawohl. Also hier das Ganze in schwarz ausgekleidet. Wir haben hier sehen wir es auch noch, hier so eine kleine Verfärbung und hier auch so einen kleinen Marker. Also das ist hier
Der Magnetverschluss, man hört es auch, wenn die Box schließt. Ja, also von innen schwarz. Puzzle machen wir mal zur Seite. Und das hole ich nochmal kurz aus der Folie. Und dann starten wir wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Film. Hier haben wir wieder diesen Text, den wir schon vom Cover kennen. Hinter den Schlagzeilen jenseits der Scheinwerfer liegt die wahre Geschichte. Justin Biebers Believe, also das ist jetzt das richtige Cover des Films. So sieht das aus auf der Seite. Auf der Rückseite nochmals die Info, was hier alles befindet. Die Extras, entfallene und erweiterte Szenen, Musikvideos, Behind the Scenes, Trailer, das Akustikalbum als Audio-CD und. Barcode. Okay. Den Text erspare ich euch jetzt, könnt ihr euch gerne kurz anhalten und durchlesen. Und dann schauen wir mal hinein. So, als erstes haben wir hier einen Infoflyer zu weiteren Filmen. Gut, das interessiert uns jetzt nicht. Weg damit. Postkarten, 4 Stück an der Zahl. Kommen wir gleich dazu. Und dann machen wir gleich hier links weiter. Wir haben hier den Film einmal auf Blu-ray und einmal auf DVD. Hier übereinander gestapelt. Also, das ist die Blu-ray. So sieht die aus. In lila und weiß. Und direkt darunter haben wir dann noch die DVD. Die sieht so aus. Und dahinter kommt zum Vorschein Justin Bieber mit einem weißen Tanktop. Ja, damals war er noch deutlich weniger tätowiert als heute. Packen wir wieder rein. Was auf jeden Fall nett ist, dass es tatsächlich beide Varianten gibt, also sowohl DVD als auch Blu-ray. So ist es dann unabhängig, welches Gerät ihr jetzt zu Hause habt und ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr es auf dem Blu-ray-Player oder falls ihr keinen habt, dann doch auf DVD anschaut. Ganz egal, ihr habt da die Möglichkeit. Dann hier wieder das Cover. So, dann kommen wir hier zum Booklet. Fotos, und das dürften tatsächlich die Fotos der Live-Shows sein. Also hier gab es dann so ganz spezielle auch Kino-Events. Das dürfte gerade hier bei einem Konzert sein. Hier filmt er auch. Aber genau, hier haben wir es. Proud Believers. Bedeutet, wir haben hier so Eindrücke, was sich da abgespielt hat bei diesen Kino-Events. Die Fans. Hier nochmal ein Konzert. Genau, also hier sehen wir jede Menge Leute mit ihren Kinokarten, mit ihren gestalteten Fanplakaten und. All das hier in diesem Booklet erfasst. So, hier nochmal die Credits, Justin Bieber. Und hier haben wir dann die Tracklist zum Album, Believe, das Akustikalbum. 11 Tracks hier mit drauf. Film ist, okay, also dieser Frau Avalana Ruth hat er diesen Film hier scheinbar gewidmet. Und dann haben wir hier die CD. Das ist das Album Believe in der Akustikvariante. Hier nochmal der Spruch, wir kennen ihn bereits. Gut, also DVD und Blu-ray plus Akustikalbum in dieser Hardcover-Hülle hier. Dann haben wir die Postkarten. 1, 2, 3, 4 Stück. Einmal hier das von der Bühne, das kennen wir bereits. Dann das hier im Tanktop. Dann hier mit diesen riesen Flügeln, wie er hier auf die Bühne fliegt. Und dann noch das andere Cover. Also das und das sind, glaube ich, beides die Cover zum Film. Das ist eben das Filmplakat und das jetzt eben das Boxcover. Also 4 Postkarten, allesamt im Hochformat, farbig bedruckt. Und auf der Rückseite hier mit diesem Brief, mit diesem Postkarten-Layout. Also man kann die auch durchaus verschicken, wenn man das möchte. Gut. Dann kommen wir zum Armband. Das kommt hier wieder in Violett. Hier lesen wir Believe. Und hier auch nochmal. Also zweimal der Schriftzug hier so geprägt. Believe. Die Parfümprobe zum Parfum Someday. Müssen wir mal kurz hier liegen. So. Someday bei Justin Bieber. Da kann man lesen, was sich so da drin befindet. Okay. So sieht scheinbar dann die richtige Flasche aus. Also wenn man nicht nur so einen Tester hat, sondern dann das richtige Ding kauft. Sieht hier mehr so aus wie so eine Blume oder eine Rose, ja. Someday by Justin Bieber. Never let go with the new fragrance that gives back. So, das hat hier dann oben so einen kleinen Plastikverschluss. Hier lesen wir auch wieder Someday, Justin Bieber. Und was lesen wir hier auch noch? 1,5.
Was steht hier? 1,5 Milliliter. Ja. Gut, dann schauen wir mal rein. Wenn es aufgeht. Ah, gar nicht so einfach. Ah, okay, ist gar nicht so ein Stäbchen drin, sondern es ist wirklich nur so eine kleine Fiole. Okay, ja, ich muss ehrlich sagen, überraschenderweise riecht gar nicht mal so schlecht. Riecht etwas, ja, fruchtig oder blumig, wenn man mich fragt. Also, da kann man dann den Duft hier ausprobieren. Gab es ja schon diverse Male, auch bei Musikboxen, bei Deluxe-Boxen, bei Musikalben, dass man hier so eine Parfümprobe mit dabei hatte. Okay. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das Puzzle. Ja, das freut mich natürlich sehr, weil ich, ganz ehrlich, ich bin ein riesen Puzzle-Fan. Und das gibt es sehr, sehr selten, dass es Leute gibt, die ein Puzzle in ihre Box reinpacken. Also kommt so gut wie nie vor. Und darum freue ich mich natürlich umso mehr. Das Motiv ist, soweit ich weiß, wir schauen nochmal ganz kurz genau, das hatten wir auch auf der Box gesehen, das hier. Also ist jetzt natürlich nicht ganz so leicht, weil fast alles hier so in dunkelblau und lila bzw. schwarz ist. Aber ja, 500 Teile, ich glaube, das sollte ich recht schnell hinbekommen. Und an dieser Stelle werde ich jetzt mal kurz eine Pause einlegen, das Puzzle für euch fertig bauen, damit ihr dann auch wirklich so einen Eindruck bekommt, wie das dann aussieht, wenn man es fertig gebaut hat. Und dann kommen wir zum Ende. Also, bis gleich. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier das fertige Puzzle von Justin Bieber's Believe. 500 Teile, wie gesagt. Ja, es hat jetzt doch deutlich länger gedauert, als ich ursprünglich erwartet hätte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich gut in Puzzle bauen und habe auch schon hunderte, tausende Puzzles in meinem Leben zusammengebaut. Allerdings, was bei diesem das Problem war, war gar nicht so sehr das Motiv und die ähnlichen Farben. Das Hauptproblem daran war einfach leider Gottes die Qualität der Teile. Denn es war sowohl beim Rand als auch bei den inneren Teilen sehr oft so, dass man einfach Teile hatte, die an ja, 4, 5 verschiedenen Stellen gepasst haben und man dann erst später drauf gekommen ist, dass dann der eine Teil auf einmal dann in Folge irgendwo anders dann nicht mehr passt. Und dann musste man eben rausfinden, okay, wo war jetzt irgendwie der falsche Teil verbaut. Und ja, das war leider Gottes sehr mühsam. Aber gut, so sieht das aus. 500 Teile im Hochformat. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Puzzle. Dann haben wir die Parfümprobe hier, Someday von Justin Bieber. Hier dieses kleine Fläschchen. Das Armband in Violett mit dem zweifachen Belief-Schriftzug hier aufgeprägt. Die Postkarten, 4 Stück an der Zahl. Das Hardcover, in diesem befindet sich der Film auf Blu-ray, der Film auf DVD und das Akustikalbum. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Belief von Justin Bieber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Film bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert bzw. den Film feiert, falls ihr Justin Bieber unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.